Donald Price hatte während seines langen Lebens viele Berufe ausprobiert. Doch jetzt, da er 70 Jahre alt geworden war, war er nicht mehr der verzweifelte Abenteurer, der er einst gewesen war. Als einsamer alter Mann sah sich Herr Price zunehmenden Gesundheitsproblemen gegenüber. Am meisten störte ihn sein Rückenschmerz, der oft so stark war, dass er weder schlafen noch ruhen konnte. Glücklicherweise wurde es nur so schlimm, wenn sich die Jahreszeiten änderten, besonders im Frühling und Herbst. Herr Prices Nachbarn hatten fast vergessen, dass er einst eine Familie hatte, und zwar eine gute. Wie es sich traf, war der Sohn von Charlotte und Donald Price das genaue Gegenteil seiner Eltern und zog sofort nach seinem Schulabschluss in die Großstadt. Die Metropole lockte den jungen Mann wie ein Leuchtturm, der Seefahrer anzieht, die im nebligen Wetter in die Irre gegangen sind. Anthony Price träumte von großem Geld und unglaublichen Möglichkeiten, die zu seinen Lebenszielen wurden. Offen gesagt war Donald anfangs gegen den Umzug seines Sohnes nach New York. Leider reichte seine Meinung nicht aus, um Anthony davon abzuhalten, seinen Traum aufzugeben und nach Hause zurückzukehren. Das Interessanteste war, dass Herr Price so gut wie nichts über das Leben seines Sohnes in der großen Stadt wusste. Anthony rief seine Eltern selten an, sodass das Paar nur vermuten konnte, dass es ihm schwer fiel. Herr Price wusste, dass sein Sohn ein sehr stolzer junger Mann war und dass der Streit, den er mit seinem Vater am Tag seiner Abreise hatte, ihn dazu veranlasste, sich nie wieder an seinen Vater um Hilfe zu wenden. Anthony starb bei einem Autounfall. Diese Nachricht erschütterte Charlotte und Donald zutiefst. Zuerst glaubten sie nicht einmal dem Polizisten, der ihnen die schreckliche Nachricht überbrachte. Wie sich herausstellte, arbeitete Anthony gleichzeitig in mehreren Jobs, einer davon als Taxifahrer. Da kein Alkohol in seinem Blut gefunden wurde, wurde festgestellt, dass seine Erschöpfung den Unfall verursacht hatte. Einfach ausgedrückt, Anthony schlief am Steuer ein und fuhr in die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem Lastwagen zusammenstieß. Der Tod ihres Sohnes hatte einen schädlichen Effekt auf Charlottes ohnehin schlechte Gesundheit und schließlich erlitt sie einen massiven Herzinfarkt. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb sie. Dann kam die schwierigste Zeit in Donalds Leben. Nachdem er zuerst seinen Sohn und dann einen Monat später seine geliebte Frau verloren hatte, war er ganz allein. Irgendwann begann er sogar zu trinken, was unweigerlich negative Auswirkungen auf seine Lebensqualität hatte. Jede Woche besuchte Donald die Gräber seiner Frau und seines Sohnes. Der alte Mann sprach lange mit ihnen, teilte seinen Herzschmerz und seine Gefühle. Von Trauer überwältigt war er sich sicher, dass er sie bald im Jenseits wiedersehen würde. Es ist schwer zu sagen, wie diese traurige Geschichte geendet hätte, wenn Donald eines Tages auf dem Heimweg vom Friedhof nicht ein seltsames Quietschen aus den Büschen am Straßenrand gehört hätte. Er hielt an und lauschte. »Hat jemand ein Kätzchen ausgesetzt? Oder bilde ich mir das nur ein?«, dachte er. Aber als er das Geräusch wieder hörte, beschloss er, nachzuforschen. Vorsichtig teilte er die Äste und sah einen Welpen, der sich zu einer Kugel zusammengerollt hatte. Der pechschwarze Welpe schaute den Fremden an und bellte leise, während er das Fell sträubte. »Wow, du bist mutig, nicht wahr? Ich wette, du wirst ein großartiger Wächter«, lächelte Herr Price und hob den Welpen vorsichtig auf. Das kleine Tier beruhigte sich sofort und leckte Donalds Daumen, als wollte es Dankbarkeit zeigen. »Wie könnte ich dich hier alleine lassen? Du würdest erfrieren oder verhungern«, flüsterte der alte Mann traurig. Donald hatte Tiere schon immer geliebt und versucht, ihnen auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Er kaufte Knochen vom Metzger, um streunende Hunde zu füttern, und Trockenfutter für streunende Katzen. Nachdem er beschlossen hatte, den Welpen zu behalten, ahnte Donald nicht, dass der Welpe sehr bald viel mehr als nur ein Haustier für ihn werden würde. Er würde zum besten Freund des Mannes werden. Der alte Mann nannte den Welpen Teddy, nach einer seiner Lieblingszeichentrickfiguren. Zuerst bereitete Teddy Donald viele Probleme, weil er immer etwas zum Kauen suchte. Alte Schuhe, ein Mopstiel und ein Tischtennisball wurden Teddys Lieblingsspielzeuge. Die Zeit verging und brachte Anpassungen in das Leben der Protagonisten dieser Geschichte. Aus einem kleinen, zitternden Welpen wuchs Teddy zu einem großen und stattlichen, ausgewachsenen Hund heran. Obwohl er nicht reinrassig war, lobten die Leute auf der Straße dennoch sein Aussehen. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte Donald sich glücklich. Teddy war zum Mittelpunkt seines Lebens geworden und ersetzte die Familie, die er einst gehabt hatte. Zu diesem Zeitpunkt realisierte der ältere Mann es nicht einmal, aber er begann, obdachlosen Tieren aktiver zu helfen.
Jetzt gab er etwa die Hälfte seines Einkommens für Futter für seine pelzigen Freunde aus, sowie für die Unterstützung von Tierheim und Tierarztpraxen. Mit jedem Tag, an dem er mehr Geld benötigte, entschied Donald Price, dass es an der Zeit war, einen neuen Job zu finden. Bis dahin hatte der alte Mann mehrere Monate lang die Nachtschicht auf einem Parkplatz gearbeitet. Aber nach ein paar Begegnungen mit Räubern erkannte er, dass er zu alt für diesen Job war. Er nahm die lokale Wochenzeitung, blätterte zur letzten Seite und begann, die Stellenanzeigen durchzugehen. Teddy lag zu seinen Füßen und hörte aufmerksam den Murmeleien seines Herrchens zu. Müllwagenfahrer? Nein, das ist nichts für mich. Ein Lagerarbeiter in einem Baumarkt? Nein, nicht mit meinen Rückenproblemen, murmelte Herr Price und warf ab und zu einen Blick auf Teddy. Der Hund wedelte mit dem Schwanz, als wollte er sagen, nimm dir Zeit, du findest etwas Besseres. Gerade als Herr Price die Zeitung zur Seite legen wollte, fiel ihm eine sehr seltsame Stellenanzeige auf. Suche älteren Mann, der als Manny arbeiten möchte. Für weitere Informationen rufen Sie bitte die unten stehende Telefonnummer an. Bei dem Wort Manny spitzte Teddy die Ohren und bellte laut. Oh, denkst du auch so? Was beinhaltet dieser Job überhaupt? Brauche ich Unterrichtserfahrung? Denn die habe ich nicht, überlegte Donald nachdenklich. Der Begriff Manny verwirrte ihn. Es schien eines dieser neuen Wörter zu sein, die die jüngere Generation erfand. Er fasste Mut und entschied sich, die Nummer aus der Anzeige anzurufen. Eine junge Frau antwortete und bot sofort an, sich zu treffen, um die Details zu besprechen. Sie bot sogar an, innerhalb einer Stunde zu Herrn Prices Haus zu kommen. Treffen wir uns stattdessen im Stadtpark. Ich werde sowieso meinen Hund dort spazieren führen und es könnte für Sie bequemer sein, schlug Donald vor. Die Frau stimmte zu, zur Erleichterung von Donald. Er war selbstbewusst wegen seiner Wohnsituation und wollte nicht, dass ein Fremder sein Zuhause sah. In seinem besten Anzug angezogen, leinte Donald Teddy an und ging in den Stadtpark. Bei seiner Ankunft fand er die Frau bereits auf ihn wartend. »Guten Tag, mein Herr. Mein Name ist Monica Stone«, sagte sie und streckte ihm zur Begrüßung die Hand entgegen. »Price, Donald Price, Fräulein«, erwiderte der Mann leicht verlegen. Seine potenzielle Arbeitgeberin wirkte wie eine echte Geschäftsfrau, etwas über 30, mit Augen, die von Zuversicht und Intelligenz strahlten. In der Nähe stand ein Dodge SUV, der anscheinend Monica Stone gehörte. Mit sehr wenig Zeit zur Verfügung kam sie sofort zum Punkt. »Wie ich sagte, mein Sohn braucht einen Manny. Er ist 7 Jahre alt. Kevins Vater starb 8 Monate vor seiner Geburt. Da ich meine gesamte Freizeit bei der Arbeit verbringe, kümmerte sich meine Mutter lange Zeit um den Jungen«, teilte Monica mit. »Was ist also das Problem? Warum brauchen Sie meine Hilfe?«, fragte Herr Price und tätschelte Teddy auf dem Widerrist. Monica seufzte traurig und fuhr fort, während sie die Tränen in ihren Augenwinkeln ignorierte. »Meine Mutter starb vor 1 Jahr. Sie hatte einen Herzinfarkt. Das Schlimmste war, dass das alles direkt vor Kevin geschah. Sie spielten zu der Zeit Verstecken. Kurz gesagt, mein Sohn zog sich in sich selbst zurück und wurde ab der Taille abwärts gelähmt. Die Lähmung ist vorübergehend und wurde durch mentales Trauma verursacht, eine eigenartige Reaktion des Körpers auf den Schock, den der Junge erlebt hatte.« David wurde blass. Der alte Mann hatte bereits herausgefunden, warum Monica seine Dienste benötigte. Die unglückliche Frau wollte den Jungen aus seiner Depression holen und ihm helfen, die Folgen des erlebten Stresses zu bewältigen. Monica fuhr fort zu sprechen und bestätigte Donalds Annahme. »Wäre es eine körperliche Verletzung, hätte ich eine Krankenschwester oder einen Pfleger eingestellt. Aber Kevins Problem ist ein mentales. Geld ist kein Thema, solange Sie meinem Sohn helfen können. Also, was sagen Sie? Werden Sie den Job annehmen?«, fragte Monica Stone. Donald sah die Frau lange an, tupfte sich dann den Schweiß von der Stirn mit einem Taschentuch und stimmte zu, den Job anzunehmen. Der alte Mann wusste, dass er es nicht so sehr wegen des Geldes tat, sondern um dem kleinen Jungen zu helfen. Am nächsten Tag sollte er zu Monikas Haus kommen, um mit der Arbeit zu beginnen. Nachdem er sich von der jungen Frau verabschiedet hatte, löste Donald Teddy von der Leine, damit er Spaß daran haben konnte, Tauben und Eichhörnchen hinterherzujagen. Der alte Mann wusste, dass er von da an nur noch wenig Zeit für Spaziergänge mit seinem Hund haben würde, da der Job, den er gerade angenommen hatte, äußerst wichtig war. Herr Price verbrachte den Rest des Tages damit, sich über Unterrichtstechniken und Psychologie zu informieren. Er las alle Informationen, die er online finden konnte.
Der alte Mann wollte voll bewaffnet sein und zumindest die grundlegenden Regeln beim Umgang mit traumatisierten Kindern kennen. Schließlich vermischten sich alle Methoden, Techniken und Tricks, die David an einem Tag zu lernen versuchte, in seinem Kopf, sodass er einfach aufgab und ins Bett ging. Am nächsten Morgen stand er vor der Tür des zweistöckigen Herrenhauses an der Ecke der Parkstraße. Monika erwartete seine Ankunft und öffnete beim ersten Klopfen die Tür, lächelte den alten Mann an. Die Geschäftsfrau führte den Gast zu ihrem Sohn. Kevin entpuppte sich als dünner Junge mit großen grauen Augen und Grübchen auf den Wangen. Sitzend im Rollstuhl beobachtete der Junge den Fremden interessiert. Seine Mutter stellte David als den Manny des Jungen vor. »Hallo, Kevin. Ich bin sicher, wir werden viel Spaß zusammen haben. Was denkst du?« fragte der alte Mann und streckte dem Jungen die Hand entgegen. Der Junge lächelte und antwortete leise, »Guten Morgen, Herr. Ich hoffe wirklich, Sie haben recht.« Monika betrachtete die Antwort ihres Sohnes als gutes Zeichen und wünschte dem neuen Manny viel Glück, bevor sie sich auf den Weg zur Arbeit machte. Donald beschloss, ihren Tag mit einem Gespräch zu beginnen, also sprach er ein wenig mit dem Jungen über sich selbst. Als der alte Mann Teddy erwähnte, erschien ein freudiger Funke in den Augen des Jungen. »Hast du wirklich einen Hund?« fragte Kevin hoffnungsvoll. »Natürlich habe ich einen. Warum sollte ich dich anlügen? Sein Name ist Teddy und er ist 4 Jahre alt. Er ist ein ziemlich großer Hund, 59 Kilogramm schwer. Wenn du möchtest, kann ich dich irgendwann mitnehmen, um ihn zu sehen.« Allein der Gedanke, einen so großen und freundlichen Hund spazieren zu führen, verbesserte Kevins Laune enorm. Der Junge hatte schon lange davon geträumt, ein eigenes Haustier zu haben, aber seine Mutter hatte keine Eile, diesen Wunsch wegen seines Zustandes zu erfüllen. Ein wenig später las Donald Kevin ein paar Geschichten vor. Danach holten sie Bausteine heraus und begannen, ein Haus zu bauen. Von den ersten Minuten an, die sie zusammen verbrachten, empfand der alte Mann eine unerklärliche Sympathie für den Jungen, der ihn an seinen verstorbenen Sohn erinnerte. Herr Price fühlte, dass die Zeit mit dem Jungen ihm innere Energie und Freude gab. Ein Gefühl, das nur diejenigen verstehen konnten, die Kinder oder Enkelkinder hatten. 2 Wochen vergingen schnell. Auf Kevins Wunsch nahm Donald ihn mit in den Park, wo er ihn Teddy vorstellte. Wie sich herausstellte, mochte der Hund Kinder sehr gerne. Als er versuchte, dem Hund im Rollstuhl zu folgen, lachte der Junge fröhlich und schien sogar zu vergessen, dass er nicht laufen konnte. Nach solchen Spaziergängen wurden die Wangen des Jungen rosa und sein Appetit war groß. Monika konnte die positiven Veränderungen im Verhalten ihres Sohnes nicht übersehen. Kevin wurde gesprächiger und fröhlicher, was ihn wie einen kleinen Engel aussehen ließ, der durch die Launen des grausamen Schicksals in einem Rollstuhl feststeckte. Mit der Zeit wurde das Gassigehen mit Teddy im Park zu einem festen Bestandteil des Programms, das Donald Price entwickelt hatte. Der alte Mann fühlte in seinem Herzen, dass der Junge bald bereit sein würde, seinen ersten selbstständigen Schritt zu tun. Alles, was er brauchte, war ein kleiner Schubser. Etwas, das seine Reflexe wecken würde, die scheinbar vorübergehend erstarrt waren. Wenn Donald nur gewusst hätte, dass der Schub bald kommen würde, aber leider wäre er genauso schmerzhaft wie der, der die Lähmung verursacht hatte. Es begann alles damit, dass Donald beschloss, Kevin sein Zuhause zu zeigen. Der alte Mann hatte schon lange Baseballkarten gesammelt und über Jahre der mühsamen Suche einige sehr seltene in seiner Sammlung ergattert. Kevin wollte diese Karten unbedingt sehen, da er sich immer für Baseball interessierte. Natürlich, bevor er den Jungen zu sich nach Hause nahm, reinigte der Mann das Haus und polierte alles auf Hochglanz. Das Wetter war heiß und Herr Price fühlte sich seit dem Morgen unwohl. Trotz der sich verschlimmernden Kopfschmerzen ließ er den Jungen mit Teddy allein, während er auf die Veranda ging. Irgendwann muss sein Blutdruck so hoch gestiegen sein, dass Herr Price sich übel fühlte. Leider fiel der alte Mann in Ohnmacht und konnte sich nicht erinnern, was danach geschah. Kevin war gerade dabei, dem alten Mann eine seiner Lieblings-Baseballkarten zu zeigen, als er ihn auf der Vordertreppe liegen sah. In diesem Moment spürte der Junge einen so starken Adrenalinschub, dass er buchstäblich aus seinem Rollstuhl sprang und zum alten Mann rannte. »Herr Price! Herr Price! Was ist mit Ihnen?« schrie der Junge mit Tränen in den Augen. Als er erkannte, dass er etwas tun musste, rief Kevin zuerst einen Krankenwagen und dann seine Mutter an. Es traf sich so, dass Monika vor den Ärzten ankam und als Erste dem älteren Mann half. Glücklicherweise ging alles gut. Herr Price hatte keinen Herzinfarkt, sondern einen Hitzeschlag.
Erst als der alte Mann wieder zu Bewusstsein kam, bemerkte Monika, dass ihr Sohn auf seinen eigenen zwei Beinen ging und sich verhielt, als hätte er nie einen Tag seines Lebens in einem Rollstuhl verbracht. Als sie ihren Sohn umarmte, wanderte ihr Blick unwillkürlich zur Wand und sah ein seltsames Foto im Flur hängen. »Lieber Gott, nein, das kann nicht sein«, schoss es der Frau durch den Kopf. Monikas Überraschung war aus einem sehr einfachen Grund verständlich. Auf dem Foto war Kevins leiblicher Vater zu sehen. Vor vielen Jahren hatten Monika und Anthony eine leidenschaftliche Beziehung, die in einer schmerzhaften Trennung endete. Zu dieser Zeit stand Monika gerade am Anfang ihrer Karriere und war noch nicht wohlhabend. Leider erfuhr sie erst nach dem Tod ihres Ex-Freundes, dass sie schwanger war. Monika musste viel durchmachen, bevor sie Erfolg hatte und ihrem Sohn alles bieten konnte, was er brauchte. Und jetzt, als sie Herrn Price aufhalf, erkannte die Frau, dass ihr Sohn die ganze Zeit mit seinem eigenen Großvater Zeit verbracht hatte. Als Monika Donald davon erzählte, konnte er seine Tränen nicht zurückhalten. Nicht nur, dass er dem Jungen geholfen hatte, wieder zu laufen, er hatte auch seinen Enkelsohn gefunden. Herr Price umarmte Monika und Kevin und dankte im Geiste dem Himmel für die Hilfe und die Möglichkeit, den Rest seines Lebens als geliebter Großvater und nicht als einsamer und unglücklicher alter Mann zu verbringen.